Wenn nach einer Verletzung der Schmerz länger bestehen bleibt oder gar, wenn er immer wieder kommt, immer an derselben Stelle oder an einer anderen Stelle, dann sind wir nicht nur nicht begeistert, sondern dann nennen wir das chronischen Schmerz und wir müssen unbedingt etwas dagegen tun. Die alternative Schmerztherapie hat sich die Aufgabe gestellt, möglichst mit einfachen Methoden zu arbeiten. Und einfach bedeutet in erster Linie, dass man keinen Schaden anrichtet. Ein moderner Ansatz ist der, dass man die tiefen Faszien im Körper angeht mit verschiedenen Techniken. Faszien sind die bindegewebigen Platten oder bindegewebigen Stränge, die den Körper durchziehen und an denen wir praktisch aufgehängt sind oder beziehungsweise an dem die Organe und Knochen hängen. Wir wenden Techniken an, die sofort eben in die Faszien hineingehen und an bestimmten Druckpunkten kann man sofort den Schmerz abstellen beziehungsweise bei Verspannungen, die den Schmerz lösen. Sollten irgendwelche Gelenke betroffen sein, so wird man durch auch Ziehen an den Faszien die Gelenkstellung verändern können und damit den Schmerz beseitigen. Um die Schmerzen loszuwerden und dass sie gar nicht wiederkommen, ist der Trick eigentlich ganz einfach. Man muss einfach einen bestimmten Winkel eines Gelenks, meistens ist es das Becken, so stellen, ganz gering nur, dass sowohl nach unten und nach oben, unten ist Hüfte und Knie und Fuß oder auch nach oben Schulter und Kopf, der Schmerz dann verschwindet. Nach der Behandlung ist der Patient nicht fertig, sondern ein wesentlicher Teil ist seine eigene Arbeit zu Hause. Er kriegt Übungen mit und Tipps, wie man sich im Alltag zu verhalten hat. Das bedeutet Einrichtung oder optimale Einrichtung des Arbeitsplatzes. Wie steht man, wie geht man, wie muss man sich verhalten oder nicht nur man, sondern der Patient in seiner spezifischen Situation. Und wenn er dieses beherzigt, dann hat er ganz gute Chancen, dass nie wieder ein Problem auf ihn zukommt. Die Kältekammer ist eine Möglichkeit, eine alternative Möglichkeit zur Schmerzbehandlung. Also in der chronischen Schmerzbehandlung ist es aus meiner Sicht eine sehr gute Alternative zu Medikamenten und zu all diesen alternativen Möglichkeiten, die sich hier bieten. Die Kältekammer wurde vor Jahren, wie mir bekannt ist, in Japan entwickelt. Es ist sehr lange gegangen, bis sie dann in Europa Fuß gefasst hat. Also eigentlich führend waren die Deutschen. Die haben das dann schon vor Jahren eingeführt. Kältetherapie an sich ist ja nichts Neues. Ich meine, die Kältetherapie kennt jeder, wenn er mal den Fuß verstaucht hat oder ihm etwas wehtut, dann macht man das ja in der Regel mit Kälte. Bei Leuten mit chronischen Schmerzen am ganzen Körper geht das ja nicht. Also man kann die Leute ja nicht zupflastern mit Wärme, mit Kältepflastern. Und dann, daraus hat sich dann die Kältebehandlung, also die Ganzkörper-Kältetherapie entwickelt. Es kommt zu einer Minderdurchblutung der Haut und damit kommt es natürlich zu einer Zentralisation. Das heißt, die Zirkulation findet im Körperinneren statt. Es kommt zu einer extrem guten Durchblutung der Muskulatur.